Geotechnologien. Vom 20. bis zum 22. März findet FOSGIS 2012 in Dessau-Roßlau statt. Auf der Konferenz werden Neuigkeiten und Hintergründe zu Geotechnologien mit freier Software und freien Daten präsentiert. Die FOSGIS ist die größte deutschsprachige Anwenderkonferenz für freie Geoinformationssysteme und freie Geodaten. Die Konferenz geht über 3 Tage und wurde vom Verein FOSGIS e.V. und einem Team der Hochschule Anhalt vorbereitet. GPS, Geocaching und Karten im Web erschließen sich einem immer größeren Personenkreis. In mehr als 60 Vorträgen spannt sich der Themenbogen der FOSGIS-Konferenz von der Datenaufbereitung mittels großer Geodaten über Geodateninfrastrukturen bis hin zu Technologien zur Bearbeitung, Veredelung und Visualisierung der Daten. Zwischen 400 und 500 Teilnehmer werden auf der Veranstaltung erwartet.